Hallo liebe German Market Freunde, ich bin Lars vom MarketPress Team und zeige euch in diesem Video, wie ihr statische E-Mail-Anhänge an eure WooCommerce-E-Mails hinzufügen könnt. Ich habe mal eine Bestellung vorbereitet und dazu schauen wir uns mal die E-Mail Neue Kundenbestellung an. Da seht ihr, hier sind die Rechtstexte und es gibt noch keine Anhänge. Um Anhänge hinzuzufügen, klickt ihr bei German Market, bei Allgemein in den Tabs E-Mails. Und könnt hier zum Beispiel die Rechtstexte ausstellen. Dann findet ihr hier die Dateianhänge. Da könnt ihr ein oder auch zwei hochladen. Ihr klickt auf Anhang hochladen und wählt eine Datei aus. Zum Beispiel habe ich jetzt eine PDF AGBs vorbereitet. Da ist wichtig, dass hier immer Datei-URL angewählt ist, sodass hier die URL der anzuhängenden Datei steht. Und dann klickt ihr auf In Beitrag einfügen. Das mache ich jetzt noch einmal mit meiner vorbereiteten Widerrufsbelehrung PDF in Beitrag einfügen und wir klicken auf Speichern. So, damit wir das jetzt testen können, gehen wir in die Bestellung und senden uns noch einmal die E-Mail-Bestellung fertiggestellt. So, dann sehen wir hier die neue E-Mail. Diese hat zwei Anhänge und wie ihr seht, sind die Rechtstexte jetzt nicht mehr da. Die Anhänge sind meine Beispieldateien. Das ist einmal die AGBs und einmal die Widerrufsbelehrung. Super. Jetzt möchte ich euch noch zeigen, dass hier solche Anhänge auch noch mit dem Rechnungs-PDF-Add-on erstellen könnt, wenn ihr das aktiviert habt. Jetzt habe ich das Add-on aktiviert. Wir stellen diese E-Mails hier nochmal aus. Und beim Rechnungs-PDF findet ihr hier weitere PDFs. Dort könnt ihr zum Beispiel alles hier anklicken. Das ist für die PDF allgemeine Geschäftsbedingungen und hier für Widerrufsbelehrung. So, die zusätzlichen PDFs könnt ihr euch jetzt nur aussuchen, an welche E-Mails die angehangen werden sollen. Ich aktiviere jetzt mal Bestellung fertiggestellt und sende mir noch einmal zum Testen diese E-Mail. So, dann ist jetzt hier die neue E-Mail. Da sind auch keine Rechtstexte. Und diese beiden Dateien sind jetzt also automatisch vom Rechnungs-PDF-Add-on erstellt worden. Und die Widerrufsbelehrung. So, das sind also die Inhalte, die in den entsprechenden Seiten ihr zur Verfügung gestellt habt, eingegeben habt. Und die Inhalte könnt ihr hier zu den PDFs immer hinzufügen oder nicht. Das war's dann auch schon. Tschüss!